Alles hat man damals uns versprochen, vor 3 Jahren nach der letzten Wahl. Bildungs- und Finanzreformen und ein besseres Führungspersonal. Sind Sie für die Frauenquote in der CDU? Wir haben sie. Sie haben sie? Wie oft muss Merkel denn noch kandidieren, bis sie die Frauenquote im Alleingang erfüllen kann? Das ist nicht lustig, das ist Politik. Wollen Sie kandidieren? Sie schaffen das. Ja, würde ich das schaffen? Ja, das kriegen wir durch. Aber kann ich für eine andere Partei kandidieren? Sie wirken extrem gut gelaunt, trotz dieses desaströsen Jahres für die CDU. Ist das Optimismus oder Naivität? Ich kann da jetzt schlecht was zu sagen. Was war denn der größte Erfolg der CDU 2016? Im Lande bilden. Ich glaube, das Größte ist schwierig zu sagen. Da fällt mir also jetzt so spontan eigentlich nichts ein. Herr Vogel, Sie gelten als Hoffnungsträger der CDU. Das ehrt mich. Das bin ich vielleicht einmal gewesen, aber das bin ich bestimmt heute nicht mehr. Wann wird Merkel weg sein? Oder anders gefragt, wann sind Sie wieder da? Ich bin ja hier und mehr wird daraus nicht mehr werden. Sehen wir, die Lage ist fatal. Schall und Rauch bringt das Erneuern und die Senkung unserer Steuern und die Preise stiegen maximal. Das Burka-Verbot war ja ein Thema, das 2016 von Bedeutung war. Wie stehen Sie dazu? Ich bin dabei. Beim Burka-Verbot? Ich bin dabei, Burka-Verbot. Weil das geht nicht um Islam oder um Religion oder sowas. Nein, das geht um die Sicherheit. Zum Beispiel, wenn eine Frau fährt mit einem so Fullverschleier oder Burka oder Niqab oder weiß nicht, und dann sie geblitzt ist. Wer weiß, dass wir hat diese Autos schon gefahren? Gut, das könnte man ja vermeiden, indem man Frauen nicht Auto fahren lässt. Was wünschen Sie sich 2017 für die CDU? Einen klaren Wahlsieg. Und einfach das Verhindern von der rot-rot-grünen Bundesregierung, wenn es eine gäbe. Sagen Sie einfach ein paar Farben oder haben Sie wirklich Ahnung von Politik? Nee, ich sage Ihnen die Farben, die für die Parteien stehen. Einer nach dem anderen nahm den Hut. Haben Sie auch mitgeklatscht, minutenlang? Ja. War das nicht unangenehm, dass man irgendwie nicht wusste, wann hört man auf zu klatschen? Ach, das kann jeder selber entscheiden. Jeder ist ein freier Mensch und kann auch Pausen machen. Haben Sie eine Pause gemacht? Zwischendurch, ja. Gut, ja, gut. Klatschen funktioniert ja nur mit Pause, sonst hat man einfach die Hände zusammen. Was wünschen Sie der CDU für 2017? Viel Erfolg für Deutschland. Und Sie sind ja wirklich ein Sonnenschein. Warum? Naja, warum nicht? CDU, 2016. Wähl auch du CDU. Wähl auch du CDU. Ich weiß längst schon, was ich tue. Was denn sonst? CDU.